wahrlich nicht alle Gäste sind Engel, liebe Zusehende. Da gibt es welche, die nehmen das Inventar des Gastgebers auseinander. Oder sie lassen im Hotel Bademantel und Handtücher mitgehen. Nicht jeder Gast weiß, was sich gehört. Davon können Gastronomen ein Lied singen. Dennoch heißt es im Bibelwort für den heutigen Tag, gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. So lesen wir es im Hebräerbrief zu Beginn des 13. Kapitels. Das heißt ja, ich weiß nicht, ob es ein Engel ist, der vor meiner Tür steht. Sie kommen ohne Flügel, inkognito sozusagen. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, hat Martin Luther übersetzt. Wenn wir das heute lesen, dann denken wir wahrscheinlich an Großzügigkeit gegenüber eingeladenen Gästen. Das Wort, das im Griechischen für gastfrei steht, ist aber Xenophilia. Gemeint ist also eine Freundlichkeit und Liebe gegenüber dem Fremden, also dem gegenüber, den ich nicht eingeladen habe, der mir nicht vertraut ist. Aber warum hat der Schreiber des Hebräerbriefs die damaligen Mitchristen überhaupt ermahnen müssen, solche Freundlichkeit gegenüber Fremden zu praktizieren? In meiner Vorstellung war im damaligen Orient die Gastfreundschaft etwas ganz Selbstverständliches. Bis heute erfahren Urlauber etwa Gastfreundschaft gerade in südlichen Ländern als überwältigend. Gastfreundschaft ist ein uraltes Prinzip. Über Jahrtausende war die Gastfreundschaft eine gesellschaftliche Überlebensstrategie. Sie gilt gerade dem schutzlosen Fremden gegenüber, der auf Hilfe angewiesen ist. Was macht ein Reisender in einem unwirtlichen Gebiet, etwa in den Wüstenregionen Israels, wenn ihn keiner gastfreundlich aufnimmt? Wenn man ihm kein Wasser und etwas zu trinken gibt? Echte Gastfreundschaft lässt man sich auch nicht bezahlen. Sie ist gratis. Es ist geradezu beleidigend für den Gastgeber, wenn man seine Gastfreundlichkeit bezahlen möchte. Aber vielleicht male ich mir das alles auch ein bisschen zu romantisch aus. Denn unser Bibelvers setzt sich ja recht energisch dafür ein, dass man Gastfreundschaft ausübt. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, das ist eine ganz klare Aufforderung. Und weil wir Menschen auf Ermahnungen manchmal etwas störrisch reagieren, legt der Hebräerbrief nach. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Sie merken, da wird ein bisschen geworben. Mensch, das wäre doch was, wenn man da jemanden bei sich aufnimmt, für einen Abend, für ein paar Tage. Man kennt ihn kaum und es passiert auch gar nichts Besonderes. Aber dann, wenn er wieder weg ist, dann merkt man, irgendwie war das schon eine besondere Begegnung. Manche Gesprächsfetzen gehen einem noch durch den Kopf. Der Horizont wurde erweitert. Der Gast hat zwar nichts zurückgelassen und dennoch ist da etwas von ihm geblieben. Ein Gefühl der Verbundenheit, der Eindruck, durch diese Begegnung beschenkt geworden zu sein. Ist das damit gemeint, mit dem Besuch der Engel? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Darüber hinaus finden wir in der Bibel einige Male ganz besondere Situationen der Gastfreundschaft. Abraham und Sarah zum Beispiel. Drei Männer besuchen dieses Paar. Seit Jahren haben die beiden vergeblich auf Nachwuchs gehofft. Es wird erzählt, wie diese drei Fremden von Abraham großzügig bewirtet wurden. Gastfreundschaft eben. Und dann wird erzählt, dass die Fremden dem Ehepaar die Geburt des lang ersehnten Sohnes ankündigen. Bald ist diese Ankündigung dann auch wahr geworden.
Wer weiß, was gewesen wäre, wenn Abraham die drei Männer abgewiesen hätte? Hätte es eine zweite Chance gegeben? Wir wissen es nicht. Beim Lesen dieser alten Geschichte stolpert man übrigens über eine Sache. Einerseits ist eigentlich klar, dass die drei Fremden Engel sind, Männer ohne Flügel. Aber dann ist davon die Rede, dass Gott bei Abraham zu Gast war. Diese Zweideutigkeit zieht sich durch die ganze Geschichte. Begegnet Gott selber dem Abraham in Gestalt der Fremden? Gott kann uns in Menschengestalt begegnen, vielleicht in ganz normalen Menschen. Dieser Gedanke begegnet in der Bibel immer wieder. Ich denke an die Worte von Jesus. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Die Angesprochenen können sich nicht erinnern, Jesus je begegnet zu sein. Und er antwortet: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Gastfreundschaftsglück ist offenbar alles andere als selbstverständlich. Schon damals nicht. Gäste können auch lästig sein. Wie sagt das Sprichwort? Gäste und Fische haben eins gemein, sie stinken ab dem dritten Tage. Ja, Gastfreundschaft glückt nicht immer. Das fängt schon im Kleinen an. Da steht jemand vor der Tür, ein Bekannter. Er will nur kurz was besprechen. Da fällt mir ein, die Wohnung ist nicht aufgeräumt. Überall liegt was rum. Der Esszimmertisch, also da, wo man sich jetzt schnell mal hinsetzen könnte miteinander, da stapeln sich meine Fotosachen und ein halb geöffnetes Paket. Außerdem habe ich in 15 Minuten wieder einen Termin. Mist, also bitte ich den Gast nicht herein. Noch tiefer sitzt die Angst, dass Gastfreundschaft missbraucht wird. Wenn da einer vor der Tür steht, ob man ihm keine Arbeit hätte, vielleicht einfach den Hof kehren. Man meint es gut, lässt ihn den Hof eine halbe Stunde kehren, gibt ihm 20 Euro und dann sagt er, das sei viel zu wenig für die schweißtreibende Arbeit. 70 Euro wäre die Schufterei mindestens wert. Und wie ist es mit der Gastfreundschaft in der Kirche hier? Wenn zum Beispiel Konfirmanden im Gottesdienst ihre Köpfe zusammenstecken und auf ihren Handys herumspielen, dann ernten sie schon mal böse Blicke. Oder wenn sich jemand in die falsche Kirchenbank verirrt oder jemand falsch singt. Aber Konfirmanden und Falschsänger sind keine Gäste, sondern in der Regel Gemeindeglieder, auch wenn sie vielleicht erst seit kurzem den Gottesdienst besuchen oder eher sporadisch auftauchen. Für viele scheinen Geflüchtete eine Ausnahme zu sein, wo die Gastfreundschaft schnell aufhört. Vor allem, wenn sich diese nicht an Gesetz und Ordnung halten. Dann wird der Ruf nach Konsequenzen und nach Abschiebung laut. Nein, Gastfreundschaft hat es nicht leicht. Manchmal muss man sich einen Ruck geben, offen zu sein für die Fremden wie auch die nicht ganz so Fremden. Heutzutage ist manchmal der Nachbar schon gefühlt auf einem anderen Planeten. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Vergiss die Gastfreundschaft nicht, sagt die Bibel. Und manche Gastfreundschaft vergesse ich wirklich nicht, nämlich die, die mir selber widerfahren ist. Wir waren in Tschechien im Urlaub, im böhmischen Mittelgebirge. Das Ferienhaus sieht aus wie eine Kapelle. Und dann stellt sich heraus, der Vermieter ist Baptistenpfarrer. Wir werden zum Abendessen eingeladen im Garten. Bei schöner Umgebung, gutem Essen, gutem Wein und guten Gesprächen entsteht eine schöne Gemeinschaft. Einander kennenlernen und wahrnehmen, Nähe spüren und Verbundenheit.
Vielleicht erinnert ihr euch auch an Situationen, in denen ihr selbst sehr gastfreundlich aufgenommen worden seid, wo die Gastgeber zu Engeln geworden sind. Sie würden es selber wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Das ist doch selbstverständlich und wir haben es gerne getan. Es war uns eine Freude. Auch sie erkennen die Engel nicht, die Engel in sich. Ich wünsche euch eine gesegnete Sommerzeit und auf euren Wegen viele Engelsbegegnungen. Und vielleicht könnt ihr auch für andere gelegentlich zu Engeln werden. Planen lässt sich das ja nicht. Aber richtig ist, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Amen. Jetzt, mein Gott, täten Engel gut an unserer Seite und um uns herum. Denn wir brauchen Mut und Fantasie und Zuversicht. Darum sende deine Engel zu den Kranken vor allem und zu den Besorgten und zu den Unvorsichtigen. Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, zu allen, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Kirche. Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. Du hast sie schon geschickt, sie sind ja da, um uns herum. Hilf uns zu sehen, was trägt, was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist's, was hilft und tröstet, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen geruhsamen Sonntag, eine gelingende Woche mit guten Engelbegegnungen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Beim Lesen dieser alten Geschichte stolpert. Verbockt. Okay, das macht nichts, weil ich habe auch nochmal so ein Gramm wieder reingelegt. Also, nochmal. Nochmal. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Also, 3, 4. Passt. Super.